Moin Leute und willkommen zum GPL Teambuilding Video Nummer 12 schon. Ja, der erste der Rückrunde und ja, Bene, unser ja, erster Gegner der Rückrunde. Das wichtigste Match kommt gleich zuerst und zwar der erste gegen den zweiten. Und wenn wir gewinnen, haben wir eine sehr gute Chance, um Meister zu werden. Wenn wir verlieren, wird das alles sehr, sehr, sehr spannend werden. Und ja, hoffen wir mal, dass wir gewinnen, ne? Ja, letztes Mal haben wir wieder 6-0 verloren. Wir haben natürlich ein paar Hacks dabei, aber ich glaube auch, dass Bene so gewonnen hätte. Es wäre zwar kein 6-0 geworden, aber es sah schon sehr gut aus für Bene. Und ja, ich habe mir jetzt ein Team zusammengebaut, welches hoffentlich diesmal ein bisschen besser gegen Bene dastehen wird und diesmal gewinnen kann, meiner Meinung nach. Und ja, es ist nicht super viel anders wie das letzte Team, aber es sind ein paar Feinheiten dabei, ja, die vielleicht noch Work machen können. Na, gucken wir mal rein. So. Aber erstmal gehen wir über Benes Team rüber. Gucken wir mal über in die Änderung rein, weil wir kennen ja Benes Team mittlerweile sehr gut. Und er hat die Änderung in seinem D-Rang-Pokémon gemacht. Und zwar hat er Lanturn geswitcht und Aeropteryx. Oder Aeropteryx heißt das irgendwie sowas mit uns ausgesprochen. Die beiden hat er jetzt drin. Allerdings bleibt natürlich der Kern des Teams vorhanden. Die S-, A- und B-Pokémon sind natürlich alle wieder. Ja. So, da hat er natürlich nicht geändert, ne? Das wollte ich sagen. Genau, wir haben, ja, haben auch nicht viel geändert. Wir haben mit Sympoleon mittlerweile drin. Und Hundemon. Ja, und das heißt, es ist ein Match, wo es kaum Änderungen gibt. Ja, also viele Mons sind halt einfach gleich geblieben. Und deswegen sieht auch mein Team aus, was ich gebaut habe. Dementsprechend gehen wir mal rüber und gucken mal, was ich noch verändert habe. Ich habe ja aus dem letzten Kampf gelernt. Und ja. Dann gucken wir mal. So, wir haben erstmal dabei Rotom Wash. Das ist ein. Ja, das ist auch ein speziell defensives Rotom wie letztes Mal gegen Bene. Das ist, ja, klassisches Set mit Hydro, Wollwechsel. Dieses Mal mit Übernahme. Ja, Übernahme kann einen Status-Move kopieren und dann macht man ihn selber statt dem Gegner, was ganz cool ist. Deswegen, ja, Übernahme stelle ich mir ganz cool vor. Das ist, damit kann ich zum Beispiel Rocks kopieren oder wenn Bene sich hochheilen möchte mit irgendeinem Pokémon Ruhr zum Beispiel. Und ja, zum Beispiel kann ich auch, ich kann damit alles kopieren, ja. Wirklich alles, außer Wunschtraum, was gegen Flogus ganz cool wäre, aber ich rechne auch nicht mit Flogus, dementsprechend sollte das passen. Genau. Was muss ich noch was zu dem Mon sagen? Es ist halt der Konter gegen das Lavados, ne? Also Lavados könnte ein Problem sein, wenn er offensiv das Ding mit hat. Dementsprechend brauche ich da was Cooles gegen und ja. Rotom Wash, da meine Wahl Nummer Uno, ne? Ja. Wie gesagt, es gibt aber nicht zu viel zu sagen, weil letztes Mal, das Match von letztem Mal war einfach. Wird einfach genauso aussehen ungefähr, nur dass wir dieses Mal hoffentlich gewinnen werden. Und ja, dieses Set ist einfach relativ identisch. Diesmal habe ich noch Toxin dabei, aber letztes Mal, ja. Hat er mich mit Toxin predicted, beziehungsweise hat er mein Rotom toxinisiert und das war ziemlich scheiße für mich, ja. Gucken wir mal. Das nächste Pokémon, was wir dabei haben werden, ist Elfhun. Elfhun ist auch so ein super ähnliches Set. Und zwar dieses Mal wieder mit der Gaubebeere gegen das Heracross. Letztes Mal hatte er kein Heracross dabei, aber dieses Mal rechne ich ein bisschen mehr damit, weil ich halt Empoleon habe und das ganz gut dagegen ist. Ja, die Gaubebeere, um das in das Heracross reinswitchen zu können, was ganz cool ist. Mondgewalt, das ist um das halt Ding halt zu pressuren, U-Turn für die Switch Advantage und ja, Auflockern. Das habe ich nicht mal auf Rotom drauf, sondern halt auf Elfhun, weil das Auflockern, ja, kriege ich dann einfacher raus. Und Toxic, um Switch-In zu punishen, zum Beispiel Lavados. Das könnte auf jeden Fall ganz gut Work machen, denke ich. Ja, dieses Set ist halt so, funktioniert halt so, dass wenn er mit seinem Heracross eine Nadelrakete einsetzt, dann kann er mich auf jeden Fall nicht besiegen. Und ich komme auf die Gaubebeere rauf, bekomme 50% wieder und dann, ja, bekomme ich halt, dann kann er mich auf jeden Fall nicht töten und ich kann auf jeden Fall immer einmal rein switchen in das Heracross, was ziemlich gut ist. Weil Heracross ist halt relativ langsam und es ist halt
Ich kann es halt besiegen mit einigen Pokémon. So, dann haben wir Mega Meter. Das ist dieses Mal mit dem Delegator, weil ich der Meinung bin, hey, ich möchte dieses Mal das Selfie ein bisschen mehr punishen. Ich habe auch Toxic dabei dagegen. Also das ist ein klassisches, hey, Selfie wechselt rein, ich tue Toxic-Set. Dazu haben wir noch Turmkick und Zenitbud. Das sind halt die beiden Moves, die ich gegen Bene brauche. Selfie kommt da halt rein, aber ich habe damit eh nichts. Ich kann dem Ding eh nichts. Dementsprechend, ja, die vier Moves sollen es richten. Ich hoffe einfach mal, dass ich da ein paar Predictions wage und dann ihn damit treffe. Aber es wird schon, denke ich. Ja, Toxic, wie gesagt, für dasselbe oder für, zum Beispiel auch für das... jetzt ist es gleich. Flog ist auf den Switchen, aber ich denke mal, dass es diesmal nicht so einfach sein wird. Weil ich glaube, dass er ein bisschen damit rechnet, dass ich sowas wie Toxic spiele oder sowas wie Sub auf Mega Metal ist. Dann muss ich gucken, dass ich da ganz gut rumspiele. Vielleicht kann ich auch ganz gut damit das Zygarde predikten, wenn er irgendwie der Meinung ist, Protect zu spielen oder so auf Zygarde oder selber Substitute. Kann ich dann einfach sagen, hey, ich drück einfach Subs und dann habe ich einen großen Vorteil. Weil Mega Metal ist, tötet alles in Benes Team, bis auf das Selfie. Und wenn das Selfie tot ist, habe ich, ja, dann läuft's, dann sieht's ganz gut aus für mich, glaube ich. Behaupte ich mal. So, dann haben wir, als viertes Pokémon Magierna. Und dieses Mal haben wir einen Magierna dabei, welches, wie letztes Mal, ein Delegator, kaum ein Set ist. Aber dieses Mal mit Donnerblitz und Zauberschein. Weil ich bin der Meinung, Donnerblitz, Zauberschein, ist ziemlich gut gegen Bene. Das, damit treffe ich alles mit Gedankengut. Und ja, damit sollte ich keine Probleme haben, irgendwie Bene zu besiegen. Ja, ich habe überlegt, ob ich vielleicht ein bisschen mehr Spezialangriff spiele, falls er der Meinung ist, er spielt sein Toxapex. Aber ich glaube, dass Toxapex nicht zu schwach gegen mein Team ist, also dass es zu wenig Work machen könnte. Dementsprechend habe ich aber wieder voll fiese Gym-Resistance mit reingepackt. Damit tank ich eine Menge von zum Beispiel Heracross oder von Zygarde, tank ich dann auch mit 1000 Pfeile und kann mit Zauberschein eine Menge Schaden zurückmachen. Und ja, ich hoffe mal, dass dieses Set auch Work machen wird. Ja? Magena ist schon ein gutes Pokémon. Kann man nichts gegen sagen. Der Hauptfett gegen mein Team ist halt einfach immer noch das Zygarde. Da muss ich halt echt aufpassen, dass mich das halt nicht zu hart killt. Aber gucken wir mal. So, dann haben wir als fünftes Pokémon das Hundemon. Hundemon habe ich dieses Mal eingepackt als... Das ist zum ersten Mal dabei. Hype, wuh! Und zwar als Scarfer, weil ich bin der Meinung, Scarf-Hundemon kann eine Menge machen. Es outspeedet dann alles und vor allem outspeedet es auch sein Scarfer, wahrscheinlich sein Rotom-Cut. Dementsprechend kann ich einfach sagen, hey, ich drücke Feuersturm, das Ding stirbt. Feuerfänger ist auch ganz gut gegen Lavados. Hidden Power Ice gegen das Zygarde. Und Abgangsboden, falls ich der Meinung bin, hey, ich kann das gegnerische Pokémon nicht töten und ja, er wird mich diese Runde töten und ich kann mir daraus einen Vorteil erspielen. Dementsprechend Abgangsboden als vierten Move. Ja, zum ersten Mal ist es dabei. Ich hoffe, es wird gleich ein, zwei Kills machen, hoffen wir mal. Es ist ein ganz cooler Revenge-Killer gegen ihn. Es outspeedet dann auch das Zygarde. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es ein Speed-Tie ist. Aber ich habe auf jeden Fall Vollspeed eingepackt, damit es mindestens ein Speed-Tie ist, wenn er irgendwie Dragon Dance drückt. Und ja, ich bin zufrieden mit dem Teil. Hoffen wir mal, dass es auch mich nicht enttäuschen wird. Aber wird es nicht, ja. Es wird den Feuersturm missen, dann wird alles gut. Nicht missen, dann wird alles gut sein. So, dann haben wir als letztes Pokémon Marmutil dabei. Marmutil, ja, dieses Mal wieder als Harnsteinleger, aber diesmal haben wir ein paar andere Sachen dabei, nämlich den Eisspeer. Warum habe ich Düsigkeit dabei und keinen, keinen Fickfett? Ist das Absicht? Weiß es gar nicht. Na, auf jeden Fall haben wir Düsigkeit dabei. Ich weiß gar nicht, warum wir es nicht dabei haben. Ich guck mal eben auf. So, hat der irgendeinen Taunt-User, oder warum habe ich das da raufgepackt? Kann Iopteryx Taunt? So, warte, das guck ich jetzt nach. So, Archeops, kannst du Taunt? Du kannst Taunt, okay, alles klar, dann kann er mich nicht taunten, falls ich Rocks legen will.
Ich glaube, das brauche ich eh nicht. Also ich glaube, ich brauche eh nicht das Fickfett gegen die Feuerattacken, gegen die Eisattacken. Das wird schon passen, meiner Meinung nach. Und ich vielleicht rechne auch irgendwie mit Fickfett. Und deswegen greift er nicht mit Icicle Crash an von Simbunda vielleicht zum Beispiel. Gucken wir mal. Fokus Code habe ich dabei, um einen Hit safe zu tanken und dann Rock Sting zu können. Eisspeer ist ziemlich cool gegen das Ioctarix, falls er da auch im Fokus sehr drauf spielt. Oder gegen die oder gegen eine Yachiberry von zum Beispiel Zygarde. Kann ich einfach Eisspeer drücken und das Ding stirbt dann trotzdem, was super nice ist. Und ja, Eisspeer hat natürlich potenziell mehr Schaden als Icicle Crash, weil es mehr treffen kann. Aber es ist halt immer noch ein Gamble, ne? 50 bis 125 ist schon ein bisschen Schadenunterschied. Aber ich treffe auf jeden Fall immer, das ist auf jeden Fall super gut. Genau. Und ja, das war mein Team. Ja, es ist halt ein bisschen blöd, das Team, so ein Teambuilding-Video zu machen, wenn die Monster oder die Sets halt fast gleich sind. Ne? Ich habe halt ein paar. Ich habe 5 von 6 Mons gleich. Und das 6. Mon kann ich nicht mitnehmen, weil ich halt rausgewechselt habe und dementsprechend muss ich mir was anderes überlegen. Ich habe ein paar Sets geändert, dass ich ein bisschen besser auf Bene vorbereitet bin, meiner Meinung nach, als letztes Mal und hoffe mal, dass wir gewinnen können. Und wir sehen uns dann beim Kampf. Tschüss, Leute!